Meine Kaufintentionen sind nicht immer die sinnvollsten. Aber bei wem ist das schon so? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch einen Douglas Haul, denn ich habe sowohl online geshoppt als auch heute im Laden gekauft, weil heute ist Singles Day, da gab es 20% auf alles. Da konnte ich bei einem ganz speziellen Teil nicht Nein sagen. Ja, dann, wenn du Bock drauf hast, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil meine Videos manchmal etwas länger werden. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Fangen wir einfach mal bei dem Teil an, was ich mir heute im Laden gekauft habe. Und zwar habe ich mir den Rituals Adventskalender geholt. Der kostet ja normalerweise irgendwie 60 Euro. Und ja, ich habe ihn 20% günstiger bekommen. Vorher habe ich einfach gesagt, der ist mir viel zu teuer. Und ja, jetzt habe ich ihn mir geholt. Ihr werdet dazu ein separates Unboxing von mir bekommen. Und ich habe dann noch im Laden tatsächlich zwei Sachen, zwei Proben bekommen. Einmal, weil ich in einer Zeit. Was machen meine Haare heute? Ich weiß es nicht, Entschuldigung. Einmal, weil ich in der Zeitschrift irgendwie so einen Einleger hatte, dass man da ein Hydra Essential Maskengedöns bekommt von Clarins. Das habe ich mitbekommen. Das sind irgendwie 5 Milliliter. Ist so ein kleines Ding, aber ich denke, dass ich das einmal auf jeden Fall mit euch zusammen in meinem Maskenvideo verwenden kann. Ich meine, warum nicht? Fand ich ganz hübsch, ganz niedlich und das ist so. In Blau. Ich habe keine Ahnung. Die gibt Feuchtigkeit. Ja. Werde ich mit euch zusammen testen. Und ja, man kriegt ja immer irgendwie an der Kasse irgendeine Gratisprobe mit in die Tasche gesteckt. Das war jetzt in dem Fall von Boss The Scent eine Parfümprobe. Jo, die war halt dann auch mit dabei. Heute im Laden. Und ich muss es ja immer wieder sagen, bei uns in der Stadt, im Dorf, wie auch immer, in der Kleinstadt, ist es tatsächlich ein unheimlich guter Service, mega nette Leute. Die muss ich immer wieder loben, die Leute. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten oder Dörfern aussieht. Schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare, ob eure Douglas-Ladies auch so unheimlich nett sind. Ja, immer sehr freundlich. So, das muss man auch mal sagen, wenn einem der Service extrem gut gefällt. Kommen wir zu der Online-Bestellung. Ich bin da ja immer etwas freaky, weil ich mir ja gerne die Sachen, die man sich einpacken lassen kann, als Geschenk einpacken lasse, weil ich das einfach toll finde. So. Ich benutze die Dinge, also diese Verpackung ja auch immer wieder. Ich benutze die als Geschenkverpackung, wenn ich irgendwas zu Geburtstagen verschenke oder wenn ich Tauschpakete mache oder. Und deswegen, gehen die ja auch immer weiter und gehen nicht direkt in den Müll. Ich bestelle sie nicht für den Müll, sondern damit ich sie weiterverwenden kann. Man kann auch immer eine Karte mitbestellen. Das ist hier A Beautiful Surprise for You. Die habe ich mir ausgesucht. Und die ist halt von innen beschreibbar. Die ist halt leer und nur hinten steht ein bisschen Douglas drauf. Ansonsten ist es halt eine ganz normale Karte. Und das finde ich einfach sehr praktisch, dass man die halt mit dabei kriegt. Sowas kostet ja normalerweise im Laden auch irgendwie 1 Euro. Und wenn ich die mit dazu kriege, sage ich nicht nein. Ja, da konnte ich jetzt auch nicht nein sagen. Der musste auch mit. Das ist der Douglas Adventskalender, dieser aufklappbare, wo du sehr viele Pflegesachen drin hast. Da hatte ich einfach Bock drauf. Skincare ist das und nicht der mit Kosmetik drin. Also ich denke, dass da auch ein bisschen Kosmetik drin sein wird. Ich habe mir auch schon das ein oder andere Unboxing angeguckt. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant und wollte den mitnehmen. Und auch hierzu wird es ein separates Video geben, was ich wahrscheinlich jetzt gleich im Anschluss drehen werde, aber was ihr dann in ein paar Tagen sehen werdet. Ja, dann habe ich noch ein paar Goodies bekommen. Ja, das hier sind die zwei Parfümproben, die ich mitbekommen habe. Das ist einmal von Michael Kors Wanderlust in so einem Pumpspenderchen. Nicht, dass ich schon genug Parfümproben hätte, aber ne? Und dann habe ich einmal eine Überrasch-mich-Probe angeklickt und da habe ich das La Vie Belle von Lancôme bekommen, was ich ja leider schon in hundertfacher Ausführung und in groß da habe. Aber da es so gut riecht, wird sich garantiert jemand anders darüber freuen. Jo, dann habe ich noch drei andere Sachen gratis mit dazu gekriegt. Einmal von Lancôme Visionnaire. Das ist eine Correcting Cream. So sieht das kleine Tübchen aus. Da haben wir 5 Milliliter. Ja, und das ist einfach eine korrigierende Tagescreme. Dann habe ich noch von Skin Iceland ein Augenserum mit dabei. Augencremes kann man nie genug haben.
Und dann gab es auch noch eine Pure Color Envy Lash Multi Effects Mascara mit dabei. Perfekt für meinen nächsten Mascara-Test. Tada! Ich bin ganz gespannt. Wird getestet. Dann kommen wir mal zu den ganzen Geschenken hier. Nummer 1. Und hier haben wir schon das allercoolste drin. Und zwar ist das eine Lidschattenpalette von Too Faced. Alter Schwede. Sugar Cookie. Und die riecht so schon. Oh. Und guck mal, wie schön die aussieht. Das ist eine schöne Metallverpackung, die da außen drum zu ist. Das ist eine unebene Oberfläche. Das ist mega. Die Größe finde ich auch ganz süß. Also es muss jetzt ja auch nicht immer riesig sein. Die riecht richtig schön süß. So sehen die Farben aus. Und oh, ist das herrlich. Das ist der Swatch von der oberen Reihe. Also ich bin echt nicht gut im Swatchen. Das muss mal an dieser Stelle erwähnt werden. Und das ist dann der Swatch von der unteren Reihe. Also ich finde die Farben ultra schön. Ich habe da richtig Bock drauf. Die Farben sehen hier auf meinem Ärmchen jetzt auch schon sehr, sehr schön aus, sehr cremig. Ich stehe auf diese schimmernden Farben. Da habe ich auch richtig Bock drauf, die auszutesten. Und es sind auch matte Farben mit dabei. Ich denke, damit kannst du dir einen mega coolen Look schminken. Und du hast einen schönen Spiegel dabei, der in einer angenehmen Größe ist. Und ach, Leute, ich liebe diese Palette. Sie riecht unheimlich gut. Die Farben heißen Nom Nom, Milk and Cookies, Half Baked, Tough Cookie, Butter and Love, Fresh from the Oven, Cookie Pusher und Burnt to a Crisp. Das sind natürlich witzige Namen. Ja, das ist niedlich, wenn die Farbennamen haben, ist aber für mich jetzt kein Muss und wäre für mich jetzt auch kein Kaufkriterium oder sowas für eine Lidschattenpalette. Aber ich bin absolut verliebt in diese Palette. Ach ja, das nächste. Ja, hier habe ich ein Set von Estee Lauder drin. Das hatte die liebe Franka empfohlen vom Kanal Frankas Favorites. Ich verlinke euch hier oben mal ihren Kanal. Da hast du drin eine Tagescreme und dazu gibt es eine Feuchtigkeitspflege. Mega schön. Mega schön. Also sowas als Tagescreme zu benutzen und dann auch bei sich im Schrank stehen zu haben, ist natürlich ultra. Und dazu noch diese Feuchtigkeitspflege mit 15 ml. Auch mega schön. Da habe ich Bock drauf. Vielen Dank für den Tipp, liebe Franka. Ich freue mich drauf, es auszuprobieren. Das nächste Päckchen ist am Start. Und drin habe ich von Garnier Skin Active eine Vulkanmaske. Die hat mich einfach angesprochen. Fand ich richtig, richtig witzig. Eine rote Maske hatte ich auch noch nie im Gesicht, glaube ich. Und vor allem so mit Vulkangestein. Hallo. Gerne probiere ich die mal mit euch zusammen aus. Das nächste Päckchen. Das habe ich eigentlich nur gekauft, weil ich das witzig fand, dass es das überhaupt bei Douglas zu kaufen gibt. Und so ist es von Lavera, eine Zahncreme. Ja, nicht das spektakulärste Produkt hier in meiner Range. Aber es ist witzig, dass Douglas sowas anbietet, oder? Ja, deswegen habe ich das einfach mal mit reingenommen. Es muss nicht immer alles Sinn machen, was ich tue. Manchmal habe ich auch einfach nur Spaß. Das nächste Päckchen. Und drin haben wir von Venus eine Maske. Das hat mich angesprochen wegen dem Grün. Und ich hatte mal ein Gesichtspeeling von Venus, was mich jetzt nicht so von den Socken gehauen hat. Und ich habe mir gedacht, ich bin ja so ein freundlicher Mensch. Ich möchte der Marke generell einfach nochmal eine Chance geben. Deswegen habe ich das auch mitgenommen. Das nächste Päckchen. Und zwar habe ich hier von Pretty and Fresh Korean Skin Rituals Step 1, 2 und 3. Cleansing Wipes, also so Reinigungspads, eine Tuchmaske und nochmal eine Tuchmaske. Ja, das ist so ein Set. Genau. Was ist das? Schritt 1, Make-up-Entfernung und Gesichtsreinigung. Schritt 2, Hauttoning, Erfrischung und Besänftigung. Aha. Schritt 3, Pflege, Treatment, Tuchmaske. Na guck, das scheint dann für, wenn man ganz viel Zeit hat, mal so ein Set zu sein. Aber hat mich interessiert, habe ich mitgenommen, fand ich cool. Hier haben wir auch schon das vorletzte und hier habe ich ein Set von Lancôme und ich glaube, zu diesem Set gab es diese Creme mit dazu. Ich glaube, das war das. Und hier habe ich drin in diesem Set und in diesem Set habe ich ein Konzentrat, was die Jugendlichkeit wieder aktiviert. Dann habe ich hier drin eine Creme und eine Mascara. Ja, die Mascara für den Mascara-Test natürlich.
Und ich finde einfach diese ganzen Produkte, wo halt draufsteht, die sollen deine Jugendlichkeit zurückholen, so witzig. Aber naja, wahrscheinlich in 20 Jahren denke ich mir, ich muss das unbedingt kaufen und haben und keine Ahnung. Und jetzt denke ich mir, naja, ich habe jetzt nicht unbedingt Bock, wieder 13 zu sein. Aber ja, ist auf jeden Fall interessant und werde ich auf jeden Fall testen, dieses Set. Vor allem die Mascara wird sehr, sehr bald in einem meiner Videos auftauchen. Ich finde das immer so witzig, wenn man die Sachen dann aus der Verpackung holt und es einfach nur noch so klein ist, ne? Ja, es ist nun mal Marketing, wenn man so unheimlich große Verpackungen herstellt, damit es mehr ins Auge sticht. Aber naja, cool finde ich die auf jeden Fall und da habe ich Bock drauf. Die Mascara gucken wir uns mal eben kurz an. Das muss ich ja immer erst machen. Oh, witzig. Das ist ein witziges Bürstchen. Das freut mich. Ja, habe ich Bock drauf. Das wird ein Spaß. Und das letzte Päckchen. Und hier habe ich drin genau das gleiche wie eben in Grün. Und zwar in Lila nochmal dieses Set. Das ist Good Night Repair Pack und das andere war irgendwie aktivierende Tüdelü-Geschichte. Skin Awakening Pack, genau. Das soll wach machen, das Grüne, und das soll einschläfern oder so. Keine Ahnung. Fand ich auch wieder witzig. Das ist einmal wieder diese Cleansing Wipes, dann eine Face Mask, so eine Tuchmaske und dann eine Crememaske zum Abschluss. Guck mal. Hier habe ich dann nochmal so ein kleines Moped, ein Dankeschön. Ist mir direkt ins Auge gefallen. Und ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch mit dabei, als ich im Laden gekauft hatte, weil hier hast du einen 5-Euro-Rabattgutschein mit dabei. Das ist natürlich sehr charmant, das freut mich. Und ist bis zum 30.11. einlösbar. Mal gucken, ob ich bis dahin nochmal zum Douglas komme, aber so wie ich mich kenne, ja. Lässt sich bei mir schwer verhindern. Das war's jetzt mit meinem Video, mit meinem kleinen Haul. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Meine Softboxen sind mir etwas im Weg. Ich verlinke dir hier mal meine Playlist zu meinen ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload. Und hier auf der Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal abonnieren. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag. Lass es dir einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!